Möglicherweise. War ich noch immer zu leicht. Ich nicht Fisch. Mit Speicher ist das klar. Ich muss das alles auf einmal. Aberweis! Stellen Sie sich! Wahnsinn! Und jetzt! Tausender Jubel! Naja, draußen war er ja, er dürfte verletzt sein. Nein, zu dem nächsten Kontrahenten. Ingel, Bertrand de Bézier. Und in Blau, Johannes von Egerberg. Es wäre so schön gewesen. So, jetzt haben wir das aber üben, liebes Publikum. Und dann ist es Ellen Knobel! Herr Sieger, Sie sind durchgegangen. Werter, wie bis jetzt. Er hat den Kollegen gefahren. Wir haben gerade mit dir. So mitten in der Lanze. Scheiß nicht, dass ich Nun ist es entschieden. Der Sieger im Kiosk ist Bertrand de Bézier! Johannes von Egerberg. 1, 2, 3, 5. Genau, ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Schaut gut aus. Ob wir da treffen oder nicht. 6, das sind 6, glaube ich. Ihr dürft gern die Leute anfeuern. Von Wittelsbach, obwohl Pavel von Albano auf jeden Fall schneller aussah. Von Wittelsbach und Johannes von Egerberg. Beide kein Punkt. Von Belfort mit dem Bolgebach. Bertrand de Bézier hat das Schild getroffen. Somit
Durchgang in die Geschichte. Da hat er nichts zu. Zeig doch, was er vielleicht noch mal schauen. Jubel, die Nacht den Zug! Jubel! 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 Und nun, kriegt mein Herzog von Wittelsbach auf dieser Seite wir Abol von Romano. Ja, ich weiß, wo das ist. Ich war schon im ersten Teil des heutigen Tages. Sie treffen sich einfach nicht, wenn es Ihnen nicht anfallen. Ja.